Böse Leute kommen immer nachts raus. Es wäre gut, sie zu beseitigen. Zumindest wird es nicht langweilig. Du bist erledigt! Spielen diese Banden nachts immer so verrückt? Irgendjemand sollte etwas gegen sie unternehmen. Hier gibt es Freigetränke für die Wache. Aber wenn man sie annimmt, wacht man später in irgendeiner Gasse auf. Und das ist deine Tänze. Oder wie? Denk mal darüber nach. Angeblich lässt Meredith aus den Haaren toter Magier decken, damit sie es im Winter schafft. Also hier runter und hat nichts an, außer seinen Stiefeln. Wir haben ein bisschen was getrunken, während alle ihn ausgelacht haben. Aber ihn hat es nicht gekümmert. Er war nackt. Er wollte einfach ein wenig durch. Ich bin ein entfernter Verwandter von Vicomte Dumas. Die vierte, nein, die älteste schon Tochter von der Expedition des zweiten Mannes meiner Tante hat mal den Abort. Das heißt, wer da runtergehen wird, nein. Und wieder unten. Ihr müsst die Familie Hawk sehr mögen. Warum sagt ihr das? Ihr seid den ganzen Weg von Lothering bis hierher mit ihnen gegangen, oder? Und dabei gehören sie nicht mal zu eurem Clan. Menschen haben keine Clans, Meryl. Genau. Ihr seid so weit gekommen und hattet nicht einmal eine Hüterin, die dafür gesorgt hat, dass ihr nicht streitet. Eure Hüterin sagt euch also, dass ihr aufhören sollt zu zanken, sonst lässt sie den Arabell wenden? Manchmal ermahnt sie uns auch, einander nicht an den Haaren zu ziehen. Habt ihr manchmal das Gefühl, Teil einer Geschichte zu sein, die jemand anders erzählt? Bei der Mauer. Ich wünschte, der Erzähler dieser Geschichte hätte mich hübscher gemacht. Habt ihr manchmal das Gefühl? Bei der Ich glaube nicht, dass ich das kann. Das war leid. So, es ist so. Wir müssen eine Möglichkeit finden, in die tiefen Wege zu kommen. Bartran kann uns an den richtigen Ort führen, aber wir brauchen einen geeigneten Zugang. Ein Zugang ist so gut wie der andere, oder? Außer natürlich, er wird von einem Drachen bewacht, nehme ich an. Wir brauchen einen Zugang, der nah an unserem Ziel liegt, aber noch nicht geplündert wurde oder voller dunkler Brut ist. Glücklicherweise habe ich ein paar neue Informationen erhalten. In der Stadt hält sich ein grauer Wächter auf. Wenn irgendjemand weiß, wie wir dort runterkommen, dann er. Wieso sollte ein grauer Wächter das wissen?
Die Wächter kämpfen nicht nur gegen die dunkle Brut. Sie dringen auch ständig weiter in die tiefen Wege vor. Und selbst wenn er es nicht weiß, könnte er vielleicht jemanden kennen, der es tut. Klingt, als hättet ihr das alles gut durchdacht, Varric. Genau dafür bin ich doch da, Messer. Also, dieser graue Wächter ist vermutlich vor nicht allzu langer Zeit mit einigen anderen Flüchtlingen aus Ferelden hier eingetroffen. Eine Frau aus der Unterstadt namens Lirene hat den Ferelden geholfen. Vielleicht kann sie uns ja sagen, wo er ist. Ich werde mich weiter bei meinen Kontakten umhören. Vielleicht kann ich ja noch mehr Arbeit auftreiben. Edwina ist die gemeinste Kellnerin, die ich kenne. Aber sie sorgt immer dafür, dass ich genug zu trinken habe. Ich glaube, ich könnte mich in sie verlieben. Schwachköpfe auszuschalten, macht sich immer bezahlt. Vor allem, wenn es sich dabei um Schläge handelt, die die Straßen tyrannisieren, nur weil es dunkel ist. Hey, der alte Vincenzo hat schon gesagt, dass jemand kommt und rumschnüffelt. Ihr sucht den Jungen, stimmt's? Feen irgendwas? Ich sage euch, da kann ich nicht viel für euch tun. Ich suche einen Templer im Ruhestand namens Samson. Aha, Ruhestand. Das klingt besser als ausgebranntes Wrack, das um Münzen bettelt. Die tun nichts, um dich zu halten, versteht ihr? Du schließt dich dem Orden an und kannst jederzeit gehen. Aber nur dort gibt es den Staub. Den Staub? Lyrium. Ein Ernst, das Zwerge abbauen. Magie in seiner reinsten Form. Man muss das Zeug trinken, um die Magier klein halten zu können. Das Problem ist nur, wenn du damit aufhörst, bringt dich das fast um. Habt ihr den Jungen getroffen? Leider ja. Aber das Balg war völlig blank, hatte keinen Silberling. Wenn ich einem von denen umsonst helfe, werde ich nie wieder bezahlt. Mildtätigkeit hat Grenzen. Ich verstehe. Also habe ich ihn zu einem Schiffskapitän geschickt, den ich kenne. Rainer. Er nimmt manchmal Ausreißer mit. Erst letzte Woche eine Abtrünnige, die von mir kam. Könnte schiefgegangen sein. Ich habe gehört, er hätte die beiden stattdessen gefangen genommen. Sag mir bitte, dass es für eine Rettung noch nicht zu spät ist. Man munkelt, Rainer hätte das Pärchen in einem Lagerhaus eingesperrt. In der Nähe des Hafens. Vielleicht findet ihr den Jungen ja, bevor er für ein Lösegeld an die Templer geht oder Schlimmeres.